Monsieur de la Serre! Halt! Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir laufen mal los. Macht Platz! Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich bin richtig froh gerade. Wir haben es gerade. Wir haben es 10 Uhr vormittags und ich bin richtig froh, denn es ist gerade mal 30 Grad bei mir im Zimmer. Besser als gestern. Macht langsam! Ich bin. Es ist ja fast wie ein Eiskälteparadies hier bei mir im Zimmer. Wir verfolgen mal im Hitztempo hier die Kutsche. Das sollte man übrigens bei dem Wetter, was gerade in Deutschland herrscht, eventuell nicht tun. Weil ich glaube, da ist. Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Walnuss? Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Warum? Dann da solltest du überhaupt nicht hin. Da solltest du überhaupt nicht. Hallo. Okay. Scheiß drauf. Wer ist Helops? Egal. Er hat anscheinend angehalten gerade. Wartet auf mich. Monsieur de la Serre. Mes excuses. Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Jetzt werden die Aussichtspunkte so eingeführt. Okay. Da hinten, okay. Warum ist die Textur so matsch? Ich glaub das nicht. Ich meine, ich hab doch schon. Wollt ihr mich verarschen? Sehr hoch. Verarsch mich doch nicht hier. Und was ist denn bei euch sehr hoch? Ich fühle mich vollkommen verarscht von den Grafikeinstellungen. Oh, und sehr hoch mag der, glaube ich, nicht. Ich hatte gerade kurz 2 Ruck da. Ich bin jetzt schon ein bisschen... Ja, das, ich merke die kleinen Ruck da. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Wir bleiben auf hoch. Sehr hoch ist schlecht. Läuft mir noch mein PC heiß, bei dem... Diese Sprünge sind einfach nur witzlos. Ich meine, es ist ja nett. Die haben ja jetzt dafür gesorgt, dass man... Hallo? Was zum... Fast überall hin und hoch und überhaupt springen kann. Was zum... Also vielleicht die Leute, die Assassin's Creed-Teile noch von früher kennen, also beziehungsweise die alten Assassin's Creed-Teile kennen, da hatte man manchmal das hakelige Problem, dass man, zum Beispiel hier ist ein Fenster, und wenn das nicht genau richtig hoch ist, dann, also beziehungsweise nicht genau rechts und links genau ausgerichtet ist, dann kann es passieren, dass der hochspringt, aber nicht sich festhält, weil es einfach einen Millimeter weiter nach rechts oder einen Millimeter weiter nach links ist. Ich habe das Gefühl, das haben sie hier versucht komplett zu beheben, indem man einfach an alles springen kann. Also man springt einfach irgendwo gibt es schon was zum Festhalten, dann springt man einfach hoch und wird irgendwie einen Meter weit teleportiert, habe ich das Gefühl, um sich dann an der besagten Stelle festzuhalten. Das ist doch... Hä? Verstehe ich nicht. Was ist das? Lauter gleich aussehende Leute. Da seid ihr ja. Auf in den Heuwagen. Wieso B? Was ist denn B? B ist das denn? B halten, um runter zu klettern. Adlerauge Y. Lokalisierung von Gegnern, okay. Ich hau dich gleich um. Hau bloß ab! Pass mich an und du landest auf der Guillotine. Du bist kaum ein Gegner. Du musst gegen Waffe kämpfen. Der Nächste. Sieh nicht mit einer dreckigen Waffe. Weg! Verdammt nochmal! Ach so, ich hab die Waffe hier. Ah, deswegen, ich darf keine Waffe tragen.
Binde euch die Ohren zusammen. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ihr kennt die Regeln. Oh, scheiße. Schnappt ihn! War eventuell nicht so geil. Hinten anstellen. Ja, war nicht so geil, alles klar. Okay. Okay, das kann er jetzt schon stellen. Ja, hinten anstellen, okay. Das Schöne ist, wie sie mich ja immerhin nicht töten oder nach dem fünffachen Rausschmeißen wahrscheinlich immer noch einfach nur rauswerfen. Weg oder ich zerschmettere eure Schädel! Augenblick. Das ist sonst. Da bist du. Oh mein Gott. Also dafür, dass ich es gerade eben fast geschafft hatte. Ist das jetzt ein bisschen lächerlich. Waffe ziehen Adler auf. Das ist nah genug. Macht mich nicht wütend. Okay, wir machen das anders. Das bringt so nichts. Da kann die Wand schräg hochlaufen, das ist auch geil. Was sehen denn meine Äuglein da? Sehr schön, wir rennen einfach so rein. Ich sehe schon Gespenster. Sind hier oben irgendwo Wachen? Nö, oder? Stimmt nicht. Ich sehe zumindest keine. Ist irgendwie rein. Wir gehen mal hier rein. Ist das der richtige Weg? Interagieren. Das Ding sieht immer noch alles komplett matschig aus. Ich hab keine Ahnung warum. Egal. Viel Zeit ist ins Land gegangen seit der letzten Versammlung der Generalstände. Und außer Gebrauch gekommen ist, habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, die dem Wo zum Teufel sind Sie? Kraft geben. Die Staatsschulden zur Zeit meiner Intronisierung bereits enorm. Krieges noch weiter gewachsen. Der einzige Ausweg, der uns blieb. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Was denkt ihr, wie lange noch unerträglicher? Große Unruhe. BTF. In den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung trüben können. Wenn sie Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Eurer Besonnenheit
diesem Vertrauen. Ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen begründet ist. Denn bereits jetzt haben die ersten beiden Stände erklärt, sie würden auf ihre finanziellen Privilegien verzichten. Ich komme hier gar nicht weiter, hier ist eine unsichtbare Wand. Das gemeinsame Wohl des Staates zu erreichen, wird nicht enttäuscht werden. Hallo, ich komme hier nicht mehr. Hallo? Steuerung. Blocken mich. Dankeschön. Ich habe bereits angeordnet, die Staatsausgaben deutlich zu kürzen. Also. Trotz des großen Nutzens, den diese Kürze, soll der eigentlich hier oben stehen oder ja nicht? Wirtschaftliche Situation bringen wird, zweifle ich, meine Herren. Eine erreichen wird. Ein Finanzbericht über endlich unsere Staatskasse wird euch gezeigt. Die werden beiden schon wieder. Die ich bin mir gewiss, gefolgt sein. Dass habt ihr die Lage erst einmal beurteilt. Euer Rat wird wieder Ordnung in unsere Bücher bringen und unser öffentliches Ansehen stärken. Ich verstehe gerade. Also wir sollten die gar nicht aufspüren, wir sollten einfach nur dahin gehen. Ist das richtig? Förderliche Unterfangen, dass die Stabilität unseres Königreichs hier und unseren Status. Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Schnapp ihn, Hugo! Ruhig, mein Großer. Ja, okay. Auf ihn, Hugo! Mal sehen, was du drauf hast, Busch. Okay. Zwei Angreifen. Angriffe durch ausweichen. Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Aufmachen da drin! Auf euer Wohl, meine Herren! Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen! So heißt du nicht, bist du. Wachen im Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemanden in deren sich verdrakieren oder töten, werden sie angegriffen. Dankeschön für diese Information. Wer wird denn kommen? Oh. Haltet den Bastard auf! Nach Platz! Oh gut, dass das nicht leckt. Oha, oha, oha. Oh, wieder einfach nachziehend noch Sachen spawnen. Die gucken, wie sie die sich ihre Klamotten spawnen. Was zum... Da komme ich nicht wieder rein. Dann werde ich zu Hause auf sie warten müssen. Dankeschön, fortfahren. Ich bleib einfach mal stehen. Parcours laufen. Escape. Halten Sie, was? RT, um zu sprinten, automatisch zu springen. Das sagst du mir jetzt. Das ist sehr lieb. RT und A, um höher und weiter zu springen. Kontrollierter Abstieg mit RTB. Aha. Machst du die Fliege? Warum? Ich will dir nur das Hirn eindrücken. Ja, die mögen mich anscheinend nicht. Das ist schon witzig, was aus unserem Äffchen hier geworden ist. Wow, was war das für ein Sprung? Was? Ich habe gerade irgendwas gefunden? Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber anscheinend habe ich irgendwas gefunden.
Und auf einmal ist der Platz menschenleer. Moment mal, vor 10 Minuten waren hier noch ultra viele Leute. Oh gut, okay. Wird schon passen. Das sind hier mal kontrollierter Abstieg. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Also, das ist schon witzig, wie die ganzen Sachen aufploppen. Oha, oha, oha. Oha, oha. Es tut mir echt ein bisschen leid, aber Assassin's Creed sieht eindeutig danach aus, als hätte man keine Chance, das mit guten Grafikeffekten aufzunehmen. Also beziehungsweise halt, was wirklich, dafür brauche ich dann doch noch einen arg besseren PC. Ich meine, ich habe in dem Sinne keinen schlechten PC, absolut nicht. Aber, Fraps zieht halt auch noch ziemlich viel Performance. Und das scheint beim PC nicht ganz mitzumachen. Aber das ändert auch nichts daran, dass hier alles Mögliche aufploppt. Aber na gut. Ich meine, das Spiel ist ja nicht umsonst am Anfang, also ab Release, so zerrissen worden. Hat ja auch seine Gründe, warum dem so ist, nicht wahr? So, ich glaube, ich hätte hier rüber gemusst. Achso, ich kann ja auch einfach durch. Was war das für ein Sprung, bitte? Die Haute Volley. Oder sowas in der Art. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Einfach hier warten? Zum Büro gehen, okay. Machen wir. Und jetzt? Hab ich hier eine Truhe? Ich weiß gerade nicht genau, was ich hier tun soll. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Das ist eine scheiß Idee. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ah, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Was denn alles? Ich meine, man ist sehr nett und lieb und hilft gerne und sehr hilfsbereit, ja. Sehr hilfsbereit. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte.
Charles Gabriel Civert. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Fällt auch überhaupt nicht auf, dass du da gerade von dem Auto runtergesprungen bist. Eieiei. Feuerwerk. Oh, das ist geil. Belassen wir es bei einem kurzen Höflichkeitsbesuch. Ich bin müde. Wie du meinst. YOLO. Einfach mal reinklettern. Ich weiß nicht, was wird. Schleichsteuerung. LT drücken zum lautlosen Bewegen. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für Delassers Tochter. Du wirst wohl jemandem Geld. Oh, diese Rüppel, sei doch. Verschwinde! Ich erwürg da gerade einen von denen. Es ist denen scheißegal. Die werfen mich einfach nur raus. Okay. Das neue Konzept finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ach, jetzt bin ich automatisch auf. Stand begehrt ab. Auf. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für Delasher. Könntest du dieses Deckungssystem bitte lassen? Boah, dieses Deckungssystem gibt mir jetzt schon derbe auf die Nerven. Ich fühle mich gerade Versteck betreten. Nicht durch. Fuck. Was macht der nun? Ich weide den. Super, dass jetzt in Assassin's Creed Unity auch noch Stealth eingebracht wird. Perfektes Spiel für mich. Gott, das ist bitter. Das ist perfekt für mich. Der dritte Stand begehrt auf. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Ja. Deine Firmung. Lauf mal los. Delassers Tochter. Da ist der Typ, der guckt gerade noch. Ist endlich Schichtwechsel? Wo lang muss ich? Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Das glaube ich nicht. Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, 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 du! Kommst her! Ich hab das Gefühl, ich werde jetzt gesucht. Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich.
Er liest schon. Ziemlich was los heute Abend. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Elise, bist du irgendwo? Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Abgeblitzt. Sicher, der Pübel würde heute aufbegehren. Natürlich gehört, mehr Steuern und kein Entgegenkommen bei der Frage. Habt ihr gesehen, was sie trägt? Was erwartet ihr? Sie hat wildes Blut. Von dem lasse ich mich nicht zum Narren halten. Sie sagte, die Schwester will das Spiel mit mir. Und das ist das. Ganz ehrlich, ihr Vater tut mir leid. Oha, wie die alle hinter ihrem Rücken am Rumreden sind. Warum hast du jetzt auf einmal schwarze Haare? Sie ließ sich immer gerne jagen. Kann ich da bitte auch laufen, wenn sie laufen darf? Hallo, ich will auch. Ich kann nicht rennen. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Wait, wow, 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 Moment, was? Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Ufre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert, ich erklär's dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind, dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh je. Wir machen einen ganz kurzen Cut.